So, meine Damen und Herren, heute doch woanders angefangen beim Mafia. Weil ich habe gesehen, hier hinten sind noch ein paar Gegner. Die möchte ich doch schon gerne noch schnell erledigen. Hi. Nice, wie die rumfallen. Weil ich weiß nämlich nicht, das hat einfach keinen Hintergrund, das Ganze. Ist einfach nur so. Das wollte ich nämlich mal kurz testen, ob das irgendeinen Hintergrund hat oder nicht. Und dann gehen wir... Ach komm, wir fahren mal schnell runter. Wir machen das hier nicht, wir fahren schnell mal runter. Springen. Fahren oder springen. Fahren oder springen. Fahren oder springen. Springen war doch die richtige Antwort und war, glaube ich, auch relativ besser so. Weil das hat doch eine Weile gedauert. Ich weiß zwar nicht wie lang, aber es hat noch eine Weile gedauert. Bin ich bescheuert? Ich habe jetzt Adrenalin benutzt. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ach du Scheiße. Alligatorfarm. Bin ich richtig? Glücksspiel, ja. Kündige dein Anwesen an, indem du Cherry 2 Decks Palolis Glücksspielunternehmen ruinierst. Verbleibender Schaden 4000 nur noch? Ey, da habe ich ja letztes Mal richtig einen Schaden gemacht. Gucken, dass keiner kommt. Und dann einfach Leute umbringen. Sag mal, seid ihr eigentlich dieses Jahr auf der Gamescom? Das würde mich mal interessieren. Also ich bin ja dieses Jahr nicht. Hat den Grund, dass ich ja, ist da jemand? Ich wusste, ob ich frei bekomme. Und ich hätte frei bekommen. Habe ich aber nicht gemacht und... Das war nicht gerade schlau. Ah, da. So. Warum muss ich jetzt zur Alligatorfarm eigentlich? Ist doch nur gefährlich hier. Also ich würde extrem gerne zur Gamescom gehen oder ich wäre wirklich extrem gerne gegangen. Oh. Ach, wegen der Summe, okay. Was? Irgendjemand hat was mit Video erzählt. Er gehört euch, Jungs. Geh um ihn rum. Ich brauche eine Waffe. Junge, sie kommen nicht weiter. Du musst schon vorkommen. Ach so. Habe ich den befreit? Und ist es gut oder was? Ich will noch ein bisschen Geld abstauben. Deswegen mache ich das ja eigentlich noch ein bisschen. Viel Geld gibt es eben nicht mehr hier, aber es gibt doch schon noch einiges. Wolltest du mich jetzt in Flammen aufgehen lassen? Mich einfach mal in Flammen aufgehen lassen. Oh, ist das ein großes Feld. Da ist irgendwas. Notiz lesen. Oh, mal wieder eine Notiz. Ich freue mich. Hey, wie spät haben wir es eigentlich? Ist mir scheißegal, wo du sie auftreibst. Alice, wir haben eine verfluchte Abmachung. Du besorgst uns mehr von diesen bösen Jungs. Oder wir werfen sie
Oh, wir werfen deinen zertretenen Arsch wieder in den Ring. Okay, enttäusch uns nicht. Oh, guck mal, wer da kommt. Ich besuch. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. So läuft das bei mir ab. Gut, das war's schon. Dann wollen wir mal wieder zurückspringen. Hä? Ich hab doch den... Hab ich den nicht befreit gehabt? Ich hab den doch befreit gehabt. Der ist doch frei, Junge. Und dann muss ich das alle umbringen, damit er frei kommt. Komm, wir bringen dich hier raus. Kannst du laufen? Ja. Gut. Du solltest nämlich weg sein, wenn Tulits Leute dich suchen kommen. Ich bin verdammt nochmal schon weg. Ha, jetzt bin ich fertig. Okay. Und jetzt muss ich mit Danny, Sweet Danny Little wieder reden. Das heißt, wir sehen uns bei Sweet Danny Little. So, da sind wir nun. Und reden jetzt mit Sweet Danny Little. Wir wissen einigermaßen, was er sowieso sagt. Ja, wir haben den Gegner jetzt aus dem Loch rausgeholt und können ihn jetzt dort besiegen. Aber wir müssen aufpassen, es sind zu viele Leute dort. Guck mal, was er sagt. Keiner will mehr wetten, seit du auf Tudix los bist. Annehmen. Hey, was immer du gemacht hast, Eddie befreit oder so. Aber Tudix kam in der Boxhalle vorbei. War stinksauer. Was sagt er? Hat sich mit einem Boxer angelegt und mit der Waffe rumgefuchtelt. Hat zu einem von seinen Jungs gesagt, er wäre dann in Wilcox Saloon. Trainier du weiter für deinen Kampf. Ich kümmere mich um das Arschloch. Weiter. Das Arschloch Tudix wartet auf dich. 800 Meter. Guck mal, wo hängt er? Der hängt hier unten. Ich würde aber trotzdem sagen, wir gucken im nächsten Part mal rein, was passiert. Und mir wird gerade extrem warm. Ich nehme noch ein Part, glaube ich, auf, ein, zwei Parts. Sonst sterbe ich hier in meiner Bude, weil der PC, der wird, glaube ich, extrem warm gerade. Und dann muss ich auch mal... Habe ich ja auch alle Fenster zu. Weil das, weil die Nachbarn sonst ja alles hören. Die müssen ja nicht wissen, dass ich hier der größte YouTuber bin in der Welt. Gut Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt dann, wenn es mal ein Abo da lassen, Daumen nach oben, Daumen nach unten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.